Einen wunderschönen guten Tag hier aus Prior Design City. Heute zeige ich euch, wie wir Carbon-Sachen produzieren, ja? Wie das alles abläuft, die ganze Prozedur, wo fangen wir an, wo ist das Ende. Ja? Viele haben uns gefragt, wie werden die Teile gebaut oder wie wir die Prototypen machen und so weiter. Das werden wir jetzt jede Woche zeigen. Ja? Heute zeigen wir, wie wir Carbon produzieren. Ja? Wir haben dazu hier Werkzeuge, also die Form, haben wir aus GFK gebaut. Sieht man schon ein bisschen, hier dreckig von Carbon. Ja, und das ist ein spezielles GFK. Das ist extra für sehr, sehr hohe Temperaturen, nämlich bis 130 Grad. Ja, hält das aus. Deswegen können wir auch Prepreg machen. Wir machen Prepreg in Autoklaven Carbon. Das ist wirklich Top-Qualität. Das werdet ihr gleich noch im Video sehen. Los geht's. Also erstmal machen wir so eine Schablone. So, die ganze Form machen wir mit Klebeband. So, kommt das hier rein. Check. Und so weiter. Ja, im Prinzip habe ich aus dem Klebeband solche Stücke ausgeschnitten. Ja, schön sauber. Hier ist das große Teil. Das kommt so rein. Zack, schaut mal hier. Im Prinzip so. Dann wird es gepresst. Ja, unter Vakuum, Unterdruck und Überdruck. Beides wird erzeugt und dann wird ganz, ganz lange gebacken. Ja, aber das sehen wir gleich. Kommt mit, ich zeig euch das. Schaffst du es? Gib alles, gib nicht auf. Hier liegen auch schon so Schablonen, zum Beispiel für X-Klasse Heckspoiler. Na, das sind solche Schablonen. So, hier steht was, was nicht stehen soll. So. Jetzt laufen wir rüber. Sehr schwere Dinger. Ja, war das Auto hier abgestellt? Da sollte man kündigen. Mhm. Wer war das? Du, Olli, ne? Nee. Hundertprozentig. Er sagt das jedes Mal. Ich mach nur die guten Dinge hier. Das ist Prepreg Carbon. Tada! Was ist Prepreg Carbon? Das ist im Prinzip ein Carbongewebe, in dem, ich sag mal, von der einen Seite härter ist und von der anderen ist das hart. Ja? Und im Prinzip unter sehr, sehr, sehr hoher Hitze, nämlich bei 120 Grad wird es gebacken, entsteht was? Der Härter wird flüssig. Ja, wie gesagt? Flüssig. Flüssig, also. Der Härter wird flüssig auf jeden Fall. Wir schneiden so ein Stückchen ab. Habe ich meine Zauberstelle hier? Oder hier? Guck mal, Zauberstelle, weil nämlich mit einer ganz normalen Stelle kannst du gar nicht so schneiden. Guck mal, wie Papier wird es geschnitten. Und das ist echtes Carbon. So, auf jeden Fall, auch dafür habe ich Zaubermittel. Eine Sekunde. Nein, das ist kein Deo, das ist Kältespray. Check. Achtung, los mal ein Stückchen. Hier. Was wir machen, wir vereisen das Carbon. Und deswegen, guck mal, was jetzt, wie leicht das abgeht. Tschack. So funktioniert es. Ab 40 Grad fängt das an zu reagieren. Also wenn wir das zum Beispiel 40 Grad draußen stehen lassen, bei 40 Grad, wird das Carbon kaputt gehen. So, jetzt machen wir das. Wir machen das sehr knapp, damit so wenig wie möglich an Verschnitt da ist. Warum? Olli, warum? Weil es teuer ist. Weil Carbon sehr teuer ist, genau. Es gibt natürlich so einen sehr, sehr schönen, schicken Plotter, ja, der zum Beispiel Carbon auch schneiden kann. Ja. Wir haben hier einen Plotter, aber eigentlich nur für Folien, für Aufkleber und so weiter. Aber noch nicht für das starke Carbon-Material. Ja. So, check. Jetzt schneiden wir das aus. Check. Es ist besser, wenn wir das Stückchen, ich sag mal,
mehr überlassen als zu wenig. Zu wenig ist natürlich ein bisschen doof, weil am Ende Carbon verzeiht nicht. Ne? Da Fehler sind nicht erlaubt beim Carbon. Deswegen ist es auch so teuer. Ja, weil, ich sag mal so, von 10 Teilen sind 7 gut, ja, die man wirklich auch als Sichtcarbon-Teile verkaufen kann. Und 3 sind eigentlich, muss man die füllern. Und ich sag mal, man kann die verkaufen als Carbon-Teile, nur nicht als Sichtcarbon. Weil die Fasern nicht zu Ende sauber gelegt worden sind oder so, sonstiges. Also da kann man wirklich sehr, 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 sehr viel falsch machen. Ich glaube 2,5 Jahre mache ich das. Und ich übe wirklich regelmäßig. Und langsam, langsam habe ich das drauf. Weil hätte ich solche Videos wie das hier gerade, wäre alles leichter. Aber ich habe die Videos nicht. Ich habe sehr wenig Hilfe bekommen von außerhalb. Ja. So, schaut mal. Hast du von der Seite kommen? Genau. Guck mal hier. Das zum Beispiel diese Seite. Ne? Das wird alles schön in der Ecke. Ja. Gelegt, fertig. Ja. So, also quasi, ich schneide jetzt die ganzen Formen zu. Ne? Machen wir das, haben wir schon fertig. Jetzt das X lasse. Das ist vorne rechts. Vorne rechts. So, das ist fertig, das ist fertig. Natürlich, wenn man so einen schönen Plotter hat, ja, da kann man schon in dem Programm quasi alles eingeben, dass wirklich jeder quasi Millimeter ausgenutzt ist. Ja. Nur, wir haben sowas zurzeit nicht, aber da sind wir noch dran. Ich habe mir als Erinnerung 2 Rollen von dem Carbon hier gelassen, weil mir hat es niemand am Anfang gesagt, was passiert, wenn wir die Rollen quasi hier auch einfach auf Lager lagern. Ja, die haben gesagt, ab 40 Grad reagiert das Material, aber ich glaube, wir hatten keine 40 Grad hier und das hat reagiert und ich zeige euch gleich die Rollen. Was passiert, ja, mit der 5000 Euro Rolle, wenn man die nicht vernünftig lagert? Ja. Wie gesagt, hätte mir das damals jemand gesagt, okay, hör mal zu, Melzek, du musst die lagern vernünftig, sonst ist die kaputt. Ja. Ja. Die müssen nämlich am besten bei minus 18 gelagert werden. Ja. Da passiert gar nichts damit. So, weiter geht's. Haben wir das große Teil. Check. Ich will die entweder perfekt oder gar nicht. Ja, wir haben bis jetzt nur, glaube ich, ein GTS Bodykit gemacht, ein paar McLaren Spoiler, eine Q8, ein Forged Carbon. Forged Carbon, genau, zum Thema Forged Carbon. Was ist Forged Carbon? Forged Carbon ist nichts anderes als klein geschlipptes Carbon, was zusammengepresst ist. Warum wir nicht im Forged Carbon bauen? Wisst ihr warum? Weil dazu braucht man eine Pressform, quasi, das also so große Aluminiumformen sind das, ja, und quasi hier ist alles so ein großer Aluminiumklotz, von oben und von unten, da wird das Carbon quasi reingelegt, so, und dann von oben und unten gepresst. Ich kann es nicht, oder wir können es nicht, weil wir die Presswerkzeuge nicht haben, oder die Presse nicht haben. So, das ist gemacht. Und noch das kleine Stückchen hier. Ja, ich mache das so. Schau mal. Nehme ich einen Stift, zeichne ich mir das an, die Kanten. So. Also wie ihr sehen könnt, es ist nicht einfach und extrem aufwendig. Aber wie sagen wir es immer, was uns nicht umbringt, macht uns stark. So, kleines Teilchen. So. Schneiden wir es schön aus. Hoppa. Check. Guck mal, deswegen auch so kleine Stücke nicht wegschmeißen. Warum? Weil wir aus den kleinen Stückchen
sowas bauen können. Guck mal. Weil ich mache das so wirklich so schon auf Minimum. So, apropos, wir sind dieses Jahr wieder auf der Motorshow Essen oder auf Motorshow in Essen. Wir waren die letzten Jahre nicht dabei. Es hat einen bestimmten Grund gehabt, und zwar wir haben uns so ein bisschen auf den anderen Messen umgeschaut. Erstens das und zweitens sehr, sehr viel Geld in dieses Gebäude hier reingesteckt. Wir haben neue Furnierwerkstatt, ein bisschen mehr Geld in Entwicklung investiert, in die Produktion, die wir selber in Deutschland haben. Die Teile sind wirklich um einiges besser geworden, wirklich sehr, 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 sehr gute, schöne Teile. Also wer möchte, kann uns jederzeit besuchen und um sich alles hier anzugucken. Wir sind für alles offen. Nauli? Auf jeden Fall. Wir werden versuchen, jeden Mittwoch hier ein Video zu posten bei YouTube über verschiedene Sachen, die wir machen, die wir bauen, was wir so aktuell machen, auf welche Messe wir sind und so weiter und so fort. Auf welche Autos wir verlieren. Wir haben zum Beispiel, jetzt kann man hier rüber schwenken, das ist einmal das Auto von dem Nico. Nico ist der Bodyguard von Geissens. So, ah, guck mal hier, liegen auf dem Boden zum Beispiel. Wenn wir so größere Schablonen bauen, ne? Machen wir die so. Und damit wir die nicht jedes Mal neu machen müssen, ja, habe ich in Klebeband das abgeformt quasi, ja, abgeklebt. Jetzt schneiden wir das alles hier alles aus. Ne? Wollen wir das alles ausschneiden. Ja, tun wir ins Regal. Und jedes Mal, wenn wir, ich sag mal, genau, unser Carbonhund, das ist der Cookie. Jedes Mal, wenn wir jetzt X-Klasse produzieren möchten in Carbon, nehmen wir die Schablone, legen was auf Carbon drauf, dann müssen wir das, die ganze Abklebegeschichte nicht machen, sondern einfach wieder mit Schablonen, zack, 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 zack und fertig. So, also 1, 2, 4, 3 Teile. Komm, ich zeig euch was. Zeig euch das kaputte Carbon. Ja, hier liegen schon ein paar Teile. Vorteil bei dem Carbon-Teil ist, wir können die, solange die nicht lackiert sind, ne, können die, ich sag mal, hier überall rumliegen und wenn da aufeinander liegen, so ist absolut nicht schlimm. Erst nach der Lackierung wird das alles hier extrem sichtbar. Ne? So, Meier. Das war eine kleine Vakuumpumpe, aber dazu kommen wir später noch dazu. Ich wollte euch zeigen, das und das. Guck mal, pures Gold. Achtung, könnt ihr das hören, das Geräusch? Achtung! Habt ihr gehört? Das Carbon ist kaputt. Guck mal, das Harz hat reagiert und die ganze Rolle ist kaputt, die auch. Das andere Carbon ist wie ein Gewebe, also quasi so, ja, und das ist kaputt. Warum schmeiße ich nicht weg? Damit ich die immer vor meinen Augen habe, dass man sowas nicht macht und das hat nie wieder passiert. Ja, weil solche Fehler kosten sehr viel Geld. Ne? So sieht's aus. Das wollte ich zeigen. Rolle kaputt, zweite Rolle kaputt und so weiter. So, ich habe schon die Schablonen mir so ein bisschen vorbereitet hier. Ne? Also, warte, ich mach die ein bisschen weg. Wenn man einen Plotter hat oder hätte quasi, dann kann man das alles schön mit dem Plotter quasi diese ganze Rolle einspannen. Und der Plotter hat ungefähr, ich schätze mal, der braucht nicht länger als 2 Minuten. Wo ich 1,5 Stunden dafür gebraucht habe, um das alles anzuzeichnen und jetzt noch sauber auszuschneiden. Natürlich mit einem Plotter ist alles 110%, ja? Also wenn man das wirklich diese Form eingescannt hat und im Plotter in ein Programm eingegeben hat, ist das alles wirklich 100%. Kommt noch, ja? Vor- und Nachteile zum Carbon. Ja? Carbon sieht gut aus, ist leicht, ja? Sehr stabil, ja? Wirklich sehr, sehr, sehr fest. Benutzt man viel in Rennsport. Für die Straße gibt es Vor- und Nachteile. Nachteile, wenn man irgendwo an Bordstein oder sowas aneckt, was passiert? Geht's kaputt. Ja? Und Carbon kann man nicht reparieren. Sonst ist die Struktur kaputt. Jetzt natürlich schmutzig ein bisschen, aber die ganzen Fasern, wenn hier eine Ecke jetzt kaputt ist, ja, kann man das nicht reparieren, weil wir können nicht so ein Stückchen hier ankleben oder wie auch immer. Ja? Das funktioniert nicht. Ich muss eins sagen, wir haben es geschafft in den letzten 3 Jahren. Wirklich so schöne Qualität im GFK-Bereich zu machen. Sehr flexibel. Ja.
Da werden wir auch noch berichten, wie wir in GFK produzieren. Mache ich aber vielleicht ein anderes Video, oder Olli? Ja, machen wir ein anderes. Ja, dann wollen wir euch nicht alles verraten direkt. Und wenn ihr immer da jede Woche von mir was sehen wollt oder von uns, dann abonniert uns oder macht mal einen Kommentar, was wollt ihr sehen. Wir lieben Autos. Ja. Ich muss sagen, bei mir ist das nicht nur in der Firma, dass mir die Priordesign GmbH gehört, sondern einfach, das ist wirklich meine absolute Leidenschaft zum Auto. Ja, ich mache das nicht einfach, um Geld zu verdienen. Ja. Apropos, ich habe ja genauso auch angefangen. Ja. Ich habe mein Auto damals umgebaut. Ja. Und welches? Golf 3. Damals war der Golf 3 ein Jahr alt. Und da habe ich ein paar Teile mir umgebaut und so weiter. Und da wollte ein Kumpel auch und der andere auch. Und so hat es angefangen, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Aber das machen wir ein extra Video. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir alles nach und nach ausschneiden. Das dauert wirklich sehr lange. Ja, will ich euch nicht ein bisschen nicht langweilen hier. Deswegen machen wir einen kurzen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. Wir zeigen diesen Mustang auf dem Motorshow Essen. Da wird wirklich eine riesen Präsentation gemacht. Ja. Und ja, seid gespannt. Der wird heiß. Der ist heiß. Aber der ist noch nicht fertig, da sind wir noch ein bisschen, kannst du so ganz leicht schnell schwenken, ist erlaubt, okay, reicht. Auf jeden Fall, lasst euch überraschen auf dem Motorshow Essen.